Wir sind mal wieder gestartet zu einer Kurzreise innerhalb von Deutschland. Und für uns geht es heute nach Hodenhagen. Dort gibt es einen kostenlosen Stellplatz. Und darüber möchte ich heute berichten. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Ja, wir sehen hier auf der Karte, Hodenhagen liegt ganz grob zwischen Hannover und Bremen. An dem Autobahnkreuz A7, A27, also sehr gut anzufahren von der Autobahn aus. Für uns sind es von unserem Heimatort aus etwa 150 Kilometer. Es ist Samstag, wir haben den 26. Juni, wir haben gutes Wetter, die Sonne scheint, etwa 25 Grad. So, jetzt verlassen wir hier die Autobahn, die A27, und dann geht es ein Stück auf einer Nebenstrecke Richtung Stellplatz Hodenhagen. Für uns sind es von der Autobahn bis zum Stellplatz etwa 10 Kilometer. Vielen wird der Ort Hodenhagen oder auch die Region bekannt sein, ganz einfach durch den Serengeti-Park. Wir haben den kleinen Ort Hodenhagen erreicht, er hat etwa 3000 Einwohner, fahren jetzt hier durch den Ort und folgen den Anweisungen unseres Navis. Jetzt will unser Navigationsgerät hier links abbiegen, das machen wir auch, kommt uns ein bisschen komisch vor, da die Straße recht schmal ist, aber es gibt keinerlei Tonnenbegrenzung, also fahren wir in diese Straße rein. Im Nachhinein muss ich sagen, es wäre besser gewesen, eine andere Strecke zu fahren, und zwar die hier blau markierte Strecke. Wir sind gefahren, die gelb markierte Strecke kann man auch fahren, aber angenehmer ist die blau markierte Strecke. Diesen Stellplatz findet man bei verschiedenen Apps, so zum Beispiel bei Stellplatzradar und auch bei Camperkontakt und demnächst natürlich auch bei der Haco-App. Jetzt haben wir gleich den Stellplatz erreicht. Der genaue Name des Platzes ist Wohnmobilstellplatz Allermeißehalle. Es ist etwa Mittagszeit, wo wir hier ankommen, und wir sehen jetzt geradeaus links die gepflasterte Fläche. Dort gibt es 6 Stellplätze für Wohnmobile. Wir fahren aber auf die dahinterliegende Wiese. Dort ist etwas mehr Platz und man steht auf, ja, krass, Rasen. Es gibt hier keine Parzellierung. Wir versuchen immer, uns so hinzustellen, dass wir nicht zu nah jemand dran stehen, aber andererseits auch keinen Platz verschenken, damit genug Leute den Platz nutzen können. Wir haben einen Platz gefunden, fahren vor einen Baum, so haben wir noch ein bisschen Schatten auf der Frontscheibe. Auf der gepflasterten Fläche sind noch einige Plätze frei, das wird sich aber am Abend ändern. Hinter dem Stellplatz gibt es einen kleinen Deich und links von diesem Deich verläuft das kleine Flüsschen Meiße. Ein Blick von oben, wir sehen mittig links den Stellplatz, etwas tiefer verläuft dieser kleine Fluss Meiße und rechts haben wir einen Badesee. Jetzt haben wir einen Blick von dem kleinen Deich, man sieht, es gibt hier Plätze im hinteren Bereich und es gibt Plätze, die weiter nach vorne liegen, also 2 Reihen, und in der Mitte haben wir ausreichend Platz zum Rangieren. Es gibt hier auf dem Stellplatz mehrfach Tisch und Bänke, die man nutzen kann. Dann gibt es auf einem Gelände direkt daneben die Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen. Dort stehen so Sportgeräte, die man kostenlos nutzen kann. Hier sehen wir ja an der Straße die 6 gepflasterten Stellplätze und das Gebäude, was wir weiter hinten sehen. Dort ist die Entsorgungsstation und dort gibt es auch die Stromanschlüsse. Der Stellplatz ist ja für 6 Wohnmobile angegeben und somit haben wir auch nur 6 Stromanschlüsse. Wenn man sich mit dem Nachbarn einig ist, dann kann man so einen Stromanschluss auch mal mit dem Nachbarn teilen. Dann gibt es einen Ausguss für die Toilette.
Rechts daneben gibt es eine Station, dort kann man Frischwasser zapfen. Ein Bodeneinlass ist vorhanden, der allerdings nur für Grauwasser vorgesehen ist. Und wenn wir dann zur anderen Seite hinschauen, dann sieht man dort Schilder. Hier geht es gleich los mit Fahrradwegen für eine schöne Radtour. Was aber auch sehr interessant ist, das ist hier dieser Badesee. Der ist nur 100 Meter vom Stellplatz entfernt und kann kostenlos genutzt werden. Auch nur wenige hundert Meter entfernt vom Stellplatz gibt es das Café am Deich. Dort gibt es einen sehr leckeren Kuchen, auch zum Mitnehmen. Es ist inzwischen früher Abend und der Platz hat sich gut gefüllt. Am nächsten Morgen starten wir zu einer Fahrradtour, natürlich in Verbindung mit einer Geocache-Runde. Alle lachenden Smileys, die man hier auf der Karte sieht, das sind Geocache, die wir gesucht und auch gefunden haben. Allerdings nicht alle an einem Tag. Der Platz hat sich heute Morgen etwas geleert. Viele haben den Platz nur als Übernachtungsplatz genutzt und sind dann weitergefahren. Wir fahren jetzt mit den Rädern erstmal Richtung Hohenhagen und von dort aus geht es dann in die Natur zum Geocachen. Um den richtigen Weg zu finden für die Geocache, gibt es eine Karte, beziehungsweise wir haben eine App, dort ist diese Karte drauf. Dort können wir dann die ganzen Geocache sehen und die einzelnen Stationen anfahren. Das Ganze funktioniert über ein GPS-System, ähnlich wie ein Navigationsgerät. Auf dieser Karte, wenn man sie entsprechend vergrößert, findet man jeden kleinen Weg, nicht nur Fahrradwege, sondern auch kleine Waldwege. Und deshalb ist es für uns zum Fahrradfahren eigentlich eine gute Geschichte. Wie gesagt, und dann Ritas Hobby ist ja eben Geocaching. Jetzt sind wir im Ort Hohenhagen und gleich hier auf der rechten Seite sehen wir eine Bäckerei. Sie ist circa 1 Kilometer vom Stellplatz entfernt. Dann gibt es hier gleich daneben noch ein Bistro, da kann man was drin trinken, wenn man möchte. Es gibt auch Restaurants im Ort, wir haben keines besucht, deshalb kann ich darüber nicht berichten. Am Ortsausgang gibt es einen Discounter. Es gibt noch weitere Einkaufsmöglichkeiten, wenn man irgendwas benötigt. Wir haben jetzt die festen Straßen verlassen und fahren durch die Natur und kommen vorbei hier an einem Segelflughafen. Es ist ja Wochenende und Sonntag, deshalb ist hier auch Betrieb. So, jetzt haben wir mal einen Geocache gefunden. Der war versteckt hier an der Bank. Und Rita hat das Behältnis jetzt in der Hand. Das ist so eine Dose, die kann man da öffnen. Und in dieser Dose ist ein sogenanntes Logbuch. Jetzt trägt sie ihren Codenamen und das Datum in das Logbuch ein. Damit dokumentiert sie, dass sie hier gewesen ist. Und das Ganze bucht sie dann noch auf ihrem Handy. Oder das kann man auch zu Hause am PC machen, das ist egal. Und dann wandelt der Cache sich die Farbe des Caches von grün in diesen Smiley. Was natürlich auch interessant ist, das ist der Serengeti Park. Er ist nur vom Stellplatz 3 Kilometer entfernt, also ohne weiteres also mit dem Fahrrad zu erreichen. Wir haben den Park nicht besucht, wir kennen ihn aber. Wir haben ihn besucht mit den Kindern vor mehr als 30 Jahren, als die Kinder noch klein waren. Ja. Es gibt im Park auch einen Wohnmobilstellplatz, der sieht gar nicht schlecht aus. Ich habe ihn nicht in Natura gesehen, sondern nur auf Bildern. Kostet allerdings 26 Euro pro Übernachtung.
Wer diesen Park mal besuchen möchte, der sollte sich die Internetseite anschauen. Dort gibt es viele Informationen. Es ist sehr interessant und ausführlich wird dort gezeigt, wie es dort aussieht. Für uns geht es zurück zum Stellplatz. Wir wollen den Rest des Tages noch gemütlich angehen. Aber es passiert natürlich auch, dass uns Leute hier oder Camper hier auf dem Stellplatz erkennen und ein Gespräch mit uns führen wollen. Das ist überhaupt kein Problem. Das machen wir natürlich auch gerne. Am nächsten Tag geht es für uns weiter. Deshalb endet hier das Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen über einen Daumen nach oben. Freuen würde ich mich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten sage ich wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.